Alter. Die Zeit drängt. Okay. Von mir aus. Darf ich dann auch gehen? Ja, jetzt darf ich gehen. Morgen, Desmond. Ja, hi. Legen wir uns rein. Würde ich mal sagen. Sehr schön. Gedächtnisabschnitt 1, 2 und 3 haben wir bereits abgeschlossen. Das heißt, als nächstes kommt 4, 5, 6, 7 und zusätzliche Erinnerungen. Wir sind bereit. Ach so, okay. Gut, das sind die zusätzlichen Erinnerungen. Bevor ich das starte, werde ich allerdings nochmal eine kurze Pause machen. Deswegen, bis gleich. Ciao. Los. So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Und ich würde sagen... Nun starten Sie schon die Erinnerung. Ja, hör auf rumzumotzen. Starten wir mal Erinnerung 4. Benutzen Sie die Action-Sicht, um Informationen über Ihre Umgebung zu erhalten. Okay, die Action-Sicht fand ich eigentlich nie so gut. Tretet ein, Altair. Mal sehen. Ihr schlagt euch gut. 3 von 9 sind tot. Oh, was liegt denn da auf dem Tisch? Mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Es hat gerade erst begonnen. Handschuhe. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard, ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug gen Süden auf Jerusalem vor. Salah al-Din ist sich dessen bewusst. Und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Arsur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte? Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen. Und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid ad-Din, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat, Lehnsherr von Akkon. Was sind ihre Vergehen? Gier, Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Macht es euch zunutze. Juhu! Auch wenn ich nicht weiß, was das ist. Auf dass wir ihre Absichten erkennen mögen. Sind das Handschuhe oder? Und, Altair, was haben wir da bekommen? Seid wachsam. Ach so, eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. Oha. Na dann. Immer her damit. DNA-Synchronisation hinzugewonnen. Und die geilen neuen Handschuhe. Wobei ich nicht weiß, was die machen. Kante greifen. Ah, okay. Und losreißen können wir uns. Genau, beim Runterfallen kann man eine Kante greifen mit der Umschalttaste, um das praktisch abzufangen. Und jetzt lernen wir erstmal losreißen. Meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, denn das heißt, denn da weiß ich gar nicht mehr, wie das ging, das Losreißen. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Drücken und halten Sie Taste 1 und drücken Sie umschalten. Okay. Geil. Na los, komm her. Nice. Sehr schön. Oh, er hat mich erstochen. So, Combo-Kill. Achso, das ist nach dem Combo. Messer werfen kann ich. Griffbrecher. Alles klar. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Danke. So, sehr schön. Wir haben... Genau. Wir können jetzt ein Ziel auswählen. Und ich würde sagen, wir hatten ja mit Damaskus angefangen, dann Jerusalem, dann Akkon. Ich finde, wir bleiben dabei und machen deswegen als allererstes
Damaskus und gehen direkt ins Büro von Damaskus. Benutzen Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger aufzuhalten und den Sichtkontakt zu unterbrechen. Ich bin verwirrt. Oh, wo soll ich hin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. In Damaskus geht es jetzt... Gibt es jetzt ein neues Gebiet, und zwar das Nobelviertel. Das Bürgerviertel kommt später. Das heißt, wir werden jetzt den allerersten Aussichtspunkt im Nobelviertel in Augenschein nehmen, sozusagen. Warum macht er das? Tja, das ist eine gute Frage. Zack, zack, zack. Und wieder hoch. Ob ich das da wohl überlebe, wenn ich daran springe? Überleben tue ich's, ja, aber... Er wird sich noch verletzen. Ja. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank. Ach, und Klappe halten. Oh, das war knapp. Das... Oh, cool. Okay. Bam! Zack, Arm gebrochen und einmal in der Mitte durchtrennt den Kollegen. Hier sieht's doch wesentlich besser aus. Wie viele Wurfmesser haben wir? 5 Stück, passt. Wackelt, hat Luft. Das ist doch super. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Wie ein Kind benehmen. Kommt nicht näher. Ich komm nicht näher, ich kletter hier doch nur hoch. Spacken. Bam. Wie er so perfekt werfen kann. Oh ja, das ist Altair. Und ich habe immer noch nicht nachgeguckt, was sein Name bedeutet. Der hatte nämlich irgendeine Bedeutung, war ich der Meinung. Und seinen Nachnamen kenne ich auch noch nicht. Das war nämlich auch so ein verdammt komplizierter, der irgendeine Bedeutung hatte. So, aber erstmal, das sieht wieder nach einem der höchsten Punkte hier aus. Nee, das da ist noch höher. Das da ist der höchste Punkt. Aber wir synchronisieren. Und schauen mal, was wir so finden. Hier im Nobelviertel von Damaskus. Warum gibt es eigentlich auch im Nobelviertel so Bettler? Na egal. Jetzt geht's erstmal wieder abwärts. Und zwar ein ganzes Stück. Und dann. Herr Halben 100! Das wird das Leben kosten! Oh doch. Och Mann. Zack. Hab ich gesehen. Alle abgeschlachtet hier. Total der brutale Assassine bin ich. So, ich würde mal sagen, wir haben wieder mal ein neues Ziel. Das Türmchen hier. Oh, Entschuldigung. Oh, da drüben waren auch noch welche. Hey. Hey.
Nein! Ah. Weniger reden, mehr kämpfen. Na? Das war ein Fehler. Ey, das zählt aber nicht. Unfair. Bam. Zack, so, Ruhe hier. Alles klar, hier kommen wir am leichtesten hoch, würde ich mal sagen. Oder auch nicht. Bam! Jetzt läuft er wieder weg. Ah, kann man doch, wenn sie überleben. Okay. Und ich habe wieder keine Messer. Die werfe ich einfach so gerne. Aber es ist ja auch hilfreich, so als Fernkampf. Dass der mich nicht gesehen hat oder gehört hat. Na gut. Seine Entscheidung. Oder sein Pech. Eher. Los, Kletter, Alter, hier. Ja, ja, ja. Sehr schön. Und diese leuchtende Wand da, die kommt echt geil. Deswegen würde ich mal sagen, wow, schon 2 von 10. Was haben wir denn hier? Oh, Bürger retten und dann direkt daneben die Mission. Passt doch. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und oh. Ich flehe euch an. Ich bitte, wo ich das gerade sehe. Eine kleine Bitte. Ah, ihr wisst wohl ganz genau, was ein angenehmer Kleiner. Nein, geht nicht. Nur ein paar Minuten. Der flieht doch. Oh, verdammt. Zerstöre ich dem Laden. Wovor rennt er denn weg? Tut das nicht nochmal. Habe ich mich klar ausgedrückt? Braucht ihr etwas? Ja. Versucht jetzt. Jetzt endet dein Leben. Sehr schön. So. Schön. Riskiere ich besser nichts und eile heim. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Immer wieder gerne. Das vergesse ich nicht. Wer könnte das getan haben? Und damit haben wir gelehrt und schon fragt er sich, wer könnte das getan haben. Geil. Oh, auf dem Dach wahrscheinlich. Ist ja wieder eine Informantenmission. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dürfte das eine ein Sprachfehler sein. Oder aber doch nicht hier oben. Und drunter unter mir. Ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. Aber vorher hole ich mir noch die Flagge, weil ich sowieso gerade hier bin. Habt ihr das gesehen? Alter, genau. Mein Freund, nicht, dass ich ihn töte. Es ist so lange her. Oder es ist Flaggensammeln. Habt ihr von Ada gehört, seit sie fort ist? Nein? Wie traurig. Sicher werdet ihr sie eines Tages finden. Ich hörte, dass eine Feder auf Abul Nukuts Kopf liegt. Vielleicht kann ich helfen. Aber ich habe...